Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich einen Mann begrüßen, der fast alles erlebt hat, was ein Politiker erleben kann. Er stieg hoch, er fiel tief, er stand wieder auf, er wurde verehrt, er wurde verachtet. Er hat die SPD groß gemacht und danach wieder klein. Er hat die Linke gegründet und damit die Kanzlerin Merkel erst möglich. Willy Brandt nannte ihn mal eine gelungene Mischung aus Napoleon und Mussolini. Nicht leicht, das als Kompliment zu verstehen, was er vielleicht meinte. Ein Charismatiker, der allein im Saarland 6 Wahlen hintereinander gewonnen hat, aber immer auch ein Rätsel war. Eines davon lautet, und damit sind wir direkt auch im Hier und Heute, warum hat er 1990 so gegen die deutsche Einheit gekämpft? Damals, so sagen viele, hat er eine mögliche Kanzlerschaft verspielt. Und die Frage ist, sieht er das heute genauso? Und wie geht, und das ist die entscheidende Frage, seine Analyse mit Blick auf die Wahlergebnisse, speziell in Thüringen? Herzlich willkommen, Oskar Lafontaine. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und wie geht... Und wie geht Ihre Analyse? Sie sagt, wir kriegen jetzt all das mit Wucht auf den Tisch geknallt, was wir uns 30 Jahre lang nicht angeschaut haben. Damit meint sie das Erbe von gleich zwei Diktaturen, das der Nazis, sie spricht vom inneren Hitler, und das der SED. Sie hat im vergangenen Jahr ein beklemmend gutes, ein brillantes Buch geschrieben, Umkämpfte Zone, in dem sie beschreibt, wie sie als Weltklasse-Sportlerin, die flüchten wollte, verraten wurde und wie die Stasi an eine vermeintliche Blinddarmoperation organisierte, bei der sie ganz gezielt zur Invalidin operiert wurde und am Ende fast gestorben wäre. Ich habe, hat sie hier mal gesagt, die Teilung des Landes quasi in meinem Bauch ausgetragen. Und sie sagt schonungslose Sätze, den hier zum Beispiel: Der Osten muss endlich mal aufhören, sich als ewiges Opfer zu gerieren und jedes Problem und jede Verantwortung an den Westen abzuschieben. Und während der Osten seit 30 Jahren heillos zerstritten ist, sagt sie, sind in Wahrheit Teile des Westens längst abgehängt und trotzdem wird dort laut geschwiegen. Warum eigentlich? Gute Frage. Fragen wir Ines Geipel. Herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und weil alles mit allem zusammenhängt, wollen wir mit diesen beiden Herren heute über ein Thema sprechen, das dringend neue Antworten verlangt. Sie beide verbindet, dass sie auch dahin gehen, wo sonst kaum einer hingeht. Er nennt es Wohlstandsbräsigkeit, die uns alle irgendwie erfasst hat und fordert, dass wir endlich hinsehen, wo wir viel zu lange weggesehen haben. Seit 17 Jahren arbeitet er mittlerweile für Ärzte ohne Grenzen und bringt heute beklemmende Bilder aus Libyen mit. Herzlich willkommen, Tankred Stöbe. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Und neben ihm einer... Ein Mann, der tatsächlich das Grauen verwaltet hat, so hat er das hier mal beschrieben, 100.000-fach als einer der erfolgreichsten Krisenmanager der Vereinten Nationen. Und wer wissen will, wo tatsächlich der Ausweg aus der Flüchtlingskrise sein könnte, die in Wahrheit überall auf der Welt immer noch weitergeht, der sollte ihm genau zuhören. Er hat in Jordanien aus einem der größten Flüchtlingslager der Welt, Zaatar, das wirklich der Vorhof zur Hölle war, eine funktionierende Kleinstadt gemacht. Und er hat bis dahin Unerhörtes gemacht. Er hat zum Beispiel Flüchtlinge unter anderem für Strom und Wasser zahlen lassen. Was danach geschah, war erstaunlich. Herzlich willkommen, Kilian Kleinschmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Also, sehr anspruchsvolle Runde. Schönen guten Abend Ihnen allen nochmal. Herzlich willkommen. Herr Lafontaine, was hat Sie nach der Wahl in Thüringen mehr beschäftigt? Die 31% für die Linke oder die fast 24% für die AfD? Ja, beides natürlich, weil das hängt ja auch in irgendeiner Form miteinander zusammen. Mhm. Es war für die Linke natürlich ein großer Erfolg, zum ersten Mal stärkste Partei zu werden, eine Regierung zu verteidigen, die sie angeführt hat. Aber das Anwachsen der AfD ist natürlich ein Anlass zur Sorge. Darüber wollen wir heute auch ein bisschen ausführlicher sprechen. Und zwar mit Ihnen beiden haben wir nicht oft die Chance, aus zwei so unterschiedlichen Perspektiven das Thema zu betrachten. Wenn Sie sagen, das eine hat mit dem anderen zu tun, wie meinen Sie das? Weil die sogenannte Mitte ja in den letzten Jahrzehnten regiert hat und versagt hat. Und deswegen suchen sich die Wählerinnen und Wähler andere Parteien, denen sie ihr Vertrauen geben. Ich will das ja auch begründen. Wir haben das Auseinanderklaffen der Einkommen und Vermögen, das immer weiter zunimmt. Wir hatten gerade eine Entscheidung zum Hartz-Gesetz. Sie haben ja alle mitbekommen, dass das Verfassungsgericht sagen muss, ihr handelt gegen die Menschenwürde. Also das geht so nicht. Wir haben in der Rentenentwicklung... Es geht um die Sanktionen, ne? Um die Sanktionen, das Verfassungsgericht gesagt hat, sie sind teilweise...
verfassungswidrig. Ja. Verfassungswidrig, genau. Und ich nehme nur mal die Rente, um den Katalog nicht endlos werden zu lassen, dass wir in Deutschland eine Rentenentwicklung haben, die millionenfache Altersarmut programmiert. Unser Nachbar Österreich ein Rentensystem hat, wo also der Durchschnittsrentner 800 Euro im Monat mehr hat. Man kann die Zahl gar nicht oft genug wiederholen, weil das keiner glaubt. Diese Entwicklung führt natürlich dazu, dass die Parteien, die sich selbst als Mitte begreifen, an Vertrauen verlieren. Und im Osten kommt noch dazu, dass eben auch Vorschläge, sich stärker an Kriegseinsätzen zu beteiligen, nicht von der Bevölkerung akzeptiert werden. Das war jetzt sozusagen das Wahlprogramm der Linken, das wir da gerade ein bisschen gehört haben, oder das, das was Sie eigentlich meistens erzählen. Ich gerne klassische Sozialdemokratie auch, also zum Beispiel über die reden wir gleich noch, über okay, die SPD. Ja, ich will es ja nur noch mal in Erinnerung rufen. Ja, genau. Sie sagen, die selbsternannte Mitte ist irre geworden. Das ist natürlich ein starkes Wort. Was meinen Sie mit irre? Ja, irre, Sie verstehen nicht, was die Menschen mit dem Stimmzettel ausdrücken wollen und kommentieren die Wahlen dann auch noch so, dass es eigentlich ungerecht ist, dass sie nicht gewählt worden sind. So habe ich das also gemeint. Mhm. Ihr müsst mal näher hinsehen, ihr müsst hören und ihr müsst vor allen Dingen eben auf die hören, die jetzt schon seit vielen, vielen Jahren sagen, wir kommen so nicht mehr zurecht. Mhm. Und die viele ist ja auch in Thüringen so, aber in allen Wahlen so, dass 40% fast nicht mehr zur Wahl gehen. Über die redet ja keiner mehr, weil die sind dann nicht mehr in der direkten Ansprache von irgendwelchen Werbefirmen oder so. Mhm. Frau Geipel sagt, dieses Ergebnis zeigt, dass die Mitte ausgekehrt ist. Ja. Und Sie sagen, also zunächst, die Wahlbeteiligung war ja lange nicht so hoch wie jetzt. Klar, bei diesen Landtagswahlen in all den drei Bundesländern, wo gewählt wurde. Das Einzige, was uns beschäftigt hat, war, dass die sehr jung nicht gegangen sind. Ja? Mhm. Das war, glaube ich, schon Thema. Und also wir sprechen miteinander, was ist in diesem Osten los? Und es war ja doch sehr auffällig, dass diese Landtagswahl in Thüringen im Grunde ohne den historischen Raum klargekommen ist. Also nochmal, es geht mir jetzt gar nicht um eine Person, aber wenn so ein Schollenwahlkampf gemacht wird und es im Grunde der ein Schollenwahlkampf. Ja, klar. Also man steht auf dem Acker und lässt die Kartoffeln ein. Und es ist ganz ausdrücklich klar, dass kein wirklich schmerzendes politisches Thema, oder wo sich eine Bevölkerung auch wirklich mal mit was befassen müsste. Sie haben es einen Wischiwaschi-Wahlkampf genannt. Ja, finde ich ja. Und, aber was meinen Sie damit? Ja, im Grunde, Bodo Ramelow war erfolgreich. Man konzidieren, das ist so. Aber einfach den Kretschmann zu spielen und zu sagen, ja, ich mache den Landesvater. Und wir haben doch gerade in den neuen Bundesländern ziemlich harte Themen. Also man könnte ja genauso gut argumentieren und sagen, unter Bodo Ramelow ist die AfD sehr stark geworden in Thüringen. Ja? Mhm. Also man könnte ja auch... Also das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ja, mhm. Und wir wissen ja auch, und das sagen die Analysen, dass es um dieselbe Klientel geht. Und da finde ich, kann sich die Linke nicht einfach so rausdrehen und sagen, okay, wir haben euch alle lieb. Es waren vor allen Dingen die älteren Wähler, die jetzt die Linke das Jahr gestimmt hat. Und vor allen Dingen die jungen Generationen sind zur AfD gegangen. Und ich finde, da müsste die Linke auch ein bisschen eine andere Antwort bringen, als jetzt zu sagen, ja, die Mitte ist ausgekehrt. Also ich finde, das ganze Gespräch, ohne die Diktaturgeschichte zu liefern und im Grunde, wenn man sich überlegt, was diese Partei nach 89 eben 6 Milliarden stehen im Raum, das sind Gelder für Ostdeutschland theoretisch, ja, es war die reichste Partei. Fast die reichste Partei in Europa. Und so wie im Grunde mit diesen Geldern umgegangen wurde, so ist im Grunde auch mit der Geschichte umgegangen. Und es ist ja sehr tricky. Ja? Und das finde ich gemessen daran, wenn wir uns fragen, wir wollen eine Demokratie aufbauen. Es gibt mehr als 50 Jahre Diktaturerfahrung. Was ist mit den Menschen? Was hockt in ihnen? Das sind schwere Geschichten. Es geht um eine Erfahrungswucht. Und dann bringe ich sozusagen entweder den Fisch oder die Kartoffel und alles andere bleibt ausdrücklich außen vor. Das finde ich nicht fair gegenüber den Ostdeutschen. Wenn Sie sagen, ich bringe den Fisch oder die Kartoffel, meinen Sie, ich bringe entweder Ramelow oder Höcke?
Nee, es war nun gerade bei Herrn Ramelow so, dass er entweder auf dem Acker stand oder mit Gregor Gysi durchs Teufelstal gelaufen ist. Okay, ganz symbolisch. Das meinen Sie. Ja, okay. Und Herr Gysi gesagt hat, Bodo, fang den Fisch. Und dann sagt Bodo Ramelow, ich fang den Fisch mit der Hand. Also diese sehr symbolische Putin-Nummer fand ich gemessen daran, wo wir sind, was wir brauchen, auch was wir an Diskussion brauchen in diesem Land, wirklich hochfragwürdig. Lass uns da mal reingehen, irgendwie, weil wir sind jetzt eigentlich in Wahrheit, Sie haben es nicht so offensichtlich gemacht, aber eigentlich sind wir sozusagen im Angriffsmodus, Herr Lafontaine. Es steht sozusagen der Vorwurf im Raum, da hat auch eine Linkspartei als Nachfolgerin der SED nicht mit ihrer eigenen Vergangenheit aufgeräumt. Zuerst fangen wir mal an bei den Vorwürfen. Also es geht Putin, nicht um Vorwürfe, wir sprechen ja, über eine Sache. Ja? Es geht ja, um den politischen Raum. Ja, trotzdem. Und ich, darf ich gerade... Ja. Ja. Also von der Putin-Methode oder wie Sie gesagt haben, da muss ich natürlich als jemand, der viele Wahlkämpfe gemacht hat, sagen, diese Art, dass man auch mal Kartoffeln einsammelt oder etwas anderes oder dass man sich populär macht. Gummistiefel anzieht. Ja, oder Gummistiefel anzieht oder durch den Wald spazieren geht, die gibt es überall und auf aller Welt. Ja, es gibt immer alles überall, aber was brauchen wir jetzt hier? Ja, Moment, lassen Sie mich doch. Nein, so, wir haben... Und wenn Sie, wenn Sie beispielsweise sagen, dass... Frau Geipel hat ein Anliegen, merken Sie gerade, ja, ne? Ja, natürlich. Sie hat ein Thema. Ich will ja auch gerne darauf eingehen, das muss ich nur können. Es ist eben richtig, dass natürlich auch die Linke sich nicht freisprechen kann von der Entwicklung, ist ja gar keine Frage. Nur Thüringen ist das falsche Beispiel. Dort sind über 30% eben der Wähler gekommen und haben gesagt, wir vertrauen euch weiter. Wir haben das Problem aber eher in Brandenburg oder in Sachsen, um auf ihr Thema einzugehen, dass dort eben die Linke beispielsweise es nicht mehr geschafft hat, diejenigen anzusprechen, die dann nachher zur AfD gelaufen sind. Das ist auch ein Versagen der Linken. Und da muss man natürlich innerhalb der Partei darüber sprechen. Die Parteien müssen den Wählerinnen und Wählern vermitteln, wir sind ernsthaft bemüht, eure Dinge zu verbessern. Wir sind ernsthaft bemüht, eure Sorgen aufzugreifen, sonst wenden sich in irgendeiner Form davon ab. Das Ganze ist ja ein Prozess, der über Jahrzehnte geht. Wir sind jetzt 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Schon direkt nach dem Fall der Mauer hat François Mitterrand zu mir gesagt, gut, dass es die PDS gibt. Wenn es die nicht gäbe, gäbe es eine ganz starke Rechte dort. Ich habe damals gar nicht verstanden, was er meinte. Sicherlich hat er eines gesehen, dass also diejenigen, die eben jetzt ihre Biografie nicht mehr fortsetzen können. Aber es gab eine DVU, dass die, ja, dass die eine Anlaufstelle brauchen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall dann lange Zeit mal die PDS gewesen. Heute, die Linke hat in dem Sinne mit der traditionellen Entwicklung direkt nach 89 immer weniger zu tun. Ich muss das sagen, also beispielsweise die beiden Vorsitzenden der Linken haben null damit zu tun. Ich habe auch nichts damit zu tun. Sie kennen vielleicht ein bisschen meine Biografie. Insofern, ich war beispielsweise bemüht, Sportlerinnen und Sportler in größerer Zahl eben immer wieder nach Deutschland einzuladen. Auch, daran habe ich gedacht, als ich erst mal Ihre Geschichte gehört habe, Leute, die dann diese Einladung zur Flucht genutzt haben, was ist ja auch Ihr Leben, eine Frage Ihres Lebens gewesen. Es gab einen berühmten Fußballer, der Sparwasser hieß, Sie werden den Namen kennen, der hat dann, als er eingeladen war, aufgrund meiner Vermittlung, hat er eben dann sich entschieden, im Westen zu bleiben. Also ich kenne die schwierige Situation, aber das ist eben die Zeit vor Jahrzehnten. Was ein Problem ist. Können wir noch mal ganz kurz an dem Thema einmal verharren? Das finde ich einen interessanten Punkt. Was Sie gerade rausarbeiten, ist sozusagen Ihre eigentlich exzellente Beziehung zur DDR. Ja. Speziell zu Erich Honecker. Ja. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung auf diese Sendung, ist das einer der Gründe, warum beispielsweise die Linkspartei niemals wirklich aufarbeitet, was in Sachen SED, was in Sachen DDR-Diktatur versäumt worden ist? Sie leisten sich eine monatelange sozusagen begriffliche Diskussion darüber, ob man die DDR jetzt Unrechtsstaat nennen darf oder sollte oder lieber nicht. Bodo Ramelow sagt im August, klar war das ein Unrechtsstaat, und sagt dann im Oktober, nee, war es doch nicht. Also da merkt man diesen semantischen Feinheiten, um die es da geht. Da ist gar nichts aufgearbeitet. Nein, das ist jetzt ein großer Irrtum. Das Gegenteil ist der Fall. Frau Geipel, einmal ganz kurz und dann Herr Lafontaine. Ja, ganz kurz. Ganz kurz. Nur ein bisschen steuern. Gerade jetzt, ja, wo es um die Frage geht, CDU, Linke in Thüringen, ja, und in den Medien hört man jetzt bitte nicht erneut die Rote-Socken-Kampagne. Und ganz klar, es geht nicht darum, sondern es geht doch genau um die Frage, wenn sich die Linke als politischer Player empfehlen will,
dann braucht es die Aufarbeitung der Verbrechen, dann braucht es die Anerkennung der Opfer. Was ist denn das Problem? Die Linke hätte doch längst für ein Stück sozialen Frieden nach 89 sorgen können und den Opfern die Hand geben. Wir wissen doch, wie viele von den Opfern zur AfD gegangen sind. Und diese Verbindung, ja, herzustellen, indem wirklich alles weggeleugnet wird, was in dieser DDR an Verbrechen stattgefunden hat. Und bis heute, es ist ja nicht so, dass das vor 10 oder 20 Jahren passiert ist, noch im März diesen Jahres gibt es kleine Anfragen der Linken an den Bundestag, dass diese mickrige Entschädigung von Leuten, die nicht mehr ins Leben kommen, ja, die gar nicht mehr aus der Tür gehen, dass denen auch das noch aberkannt, weggeschlagen wird. Und dann sitzt die Linke immer da in den Talkshows und macht sozusagen den Sozialsound. Ja? Also das finde ich, da ist die Linke selber unglaubwürdig in dem Ganzen. Aber wir wollen doch Vertrauen. Ja? Wir wollen, dass die Linke stark ist. Wir brauchen eine Linke, aber doch nicht so, wie sozusagen diese ganzen Belastungen. Also im Moment ist es doch so, ja? 30 Jahre Mauerfall. Nun kommt nur aber doch bitte nicht mit diesen alten Diktaturgeschichten an. Aber was ist denn mit den Menschen? Was ist mit den Menschen? Sie sind doch jemand, der ganz unmittelbar, ganz konkret davon betroffen ist. Der geht doch keinen Tag weg. Und ich finde, Sie haben darin ganz viel Verantwortung. Und ich bitte Sie herzlich, diese endlich anzunehmen. Ich meine das wirklich im Sinne auch dieser Partei. Frau Geibel, ich habe auch eine Bitte an Sie. Nehmen Sie doch jetzt mal die Realität zur Kenntnis. Ich verstehe ja Ihre Enttäuschung. Sehen Sie, wenn Sie zum Beispiel die Opfer ansprechen, ich bin Westdeutscher. Ich war also nicht in der SED oder in der DDR oder so. Und als westdeutscher Politiker habe ich mich ständig um Opfer in der DDR gekümmert und habe meine guten Beziehungen zu Erich Honecker genutzt, um Opfern zu helfen. Herr Lafontaine, Sie, da darf ich jetzt gerade mal. Aber Sie waren der Erste, der die Mittel im Hinblick auf Salzgitter gekappt hat. Sie waren der Erste. Moment, darf ich mal kurz erklären, Salzgitter war die Behörde, die dafür verantwortlich war, Menschenrechtsverletzungen in der DDR aufzuklären. Und Sie waren 94, glaube ich, der erste Ministerpräsident. 85, das ist ja 85 war das, so lange ist das schon her. 85, okay, ich habe damals gesagt, das führt nicht weiter. Warum haben Sie das gemacht? Unsere Politik war, die Mauer durchlässig zu machen. Und wir konnten vielen helfen. Bitte Sie, das mal zur Kenntnis zu nehmen. Das war manchmal hart. Ja? Die SPD hat da eine wahnsinnige Rolle gespielt. Ja gut, ich war damals in der SPD. Weil Sie haben mich hier so angefühlt, ich soll endlich das alles mal aufarbeiten. Ich bin stolz darauf. Sie können ein großer Vermittler sein, heute. Darf ich? Heute. Ja. Ich bin stolz darauf, dass ich in der damaligen Zeit vielen Menschen helfen konnte. Und diese Dinge, die Sie angesprochen haben, dass ich eben gute Beziehungen zu Honecker hatte, die sind richtig. Die habe ich natürlich eingesetzt. Das war ja nicht ein Zweck an sich oder so. Sie haben Honecker zwischen 82 und 89 9-mal besucht. Das weiß ich nicht mehr genau, habe ich nicht gezählt. Aber wir hatten natürlich... Ich will nur sagen, da gab es eine große Nähe, darauf will ich hinaus. Das war ja nicht einfach nur so, weil es also besonders spannend gewesen wäre, jetzt mit ihm Kaffee zu trinken. Nee, Sie haben Geschäfte mit ihm gemacht. Es mussten also... Wir haben saarländische Kohle verkauft in die DDR zum Beispiel. Und 10.000 Ford Escort. Richtig, das ist ja die Aufgabe eines Ministerpräsidenten. Ja. Aber entscheidend war für mich, in der Tradition der Brandtschen Ostpolitik die Mauer durchlässig zu machen. Und ich will hier eines mal sagen, Brandt war mein politischer Ziehvater. Ohne seine Entspannungspolitik, ohne seine Vorarbeit, ohne diese Politik wäre wahrscheinlich eine Entscheidung von Gorbatschow, wir lassen die Truppen also in den Kasernen, wäre gar nicht möglich gewesen. Es musste Vertrauen aufgebaut werden. Und da habe ich mich bemüht, meinen Beitrag zu leisten. Aber ich habe trotzdem eine Frage in dem Zusammenhang, Herr Lafontaine. Das ist alles unbenommen. Wenn man sich mit Ihrer Vita, mit Ihrem politischen Leben mal wirklich intensiv beschäftigt, dann merkt man oder entwickelt man das Gefühl, oder könnte man entwickeln, ich sage es ganz vorsichtig, Sie sind auf dem Auge eine Zeit lang durchaus etwas
kurzsichtiger gewesen als auf dem anderen. Nein, dem ich Weg. Hatte sogar, doch. Nein, doch, doch. Ich hatte sogar, nein, ich hatte ja sogar am Schluss. Darf ich einmal kurz ausführen, warum? Darf ich jetzt, damit ich nicht ständig an Nein, ich würde Ihnen gerne erklären, warum nicht Vorwürfe. Ich würde es gerne begründen und dann dürfen Sie sehr gerne darauf antworten. Ja. Also, Sie sind einer, der immer sehr hart mit Angela Merkel beispielsweise ins Gericht gegangen ist, sich sogar dazu verstiegen hat zu sagen, pass auf, ich habe da eigentlich eine Jungkommunistin jetzt zur Kanzlerin gewählt. Sie haben mir vorgeworfen, sie hätte das, wie haben Sie es genannt, das FDJ-Hemdchen getragen. Und so weiter und so weiter. Ich fand das einen ziemlich harten Vorwurf, wenn man sich mal die Geschichte von Angela Merkel anguckt, die konfirmiert worden ist und wusste, was das für Konsequenzen haben kann, also nämlich negative, die nie Mitglied der SED war, die, ja, ist so. FDJ-Mitglied war so, und zwar hatte eine führende Funktion. Aber sie war nicht SED-Mitglied. Aber sie war FDJ-Mitglied und hatte eine führende Funktion. Sie war noch mal, zuständig für Propaganda und Agitation. Sie war eine Sekretärin in einem Institut. Gut, ich will das kurz dann erklären. Nein, ich will nur sagen, es ist ja alles okay. Darf ich es erklären? Ja, ich will nur sagen, was auffällt ist, mit anderen gehen Sie da deutlich weniger hart ins Gericht. Das ist mein Punkt. Ich bin nur jemand, der etwas gegen Heuchelei hat und Doppelmoral hat. Also als Frau Merkel von mir so angegangen wurde, musste ich darauf aufmerksam machen, dass zum Beispiel meine jetzige Frau ständig auch mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird. Aber sie durfte nicht studieren, weil sie eben nicht angepasst war. Sie durfte also nicht studieren. Wir reden von Sarah Wagenknecht. Ja, und deswegen finde ich es einfach dann scheinheilig, wenn eine Frau wie Angela Merkel, die eben sogar in den Westen reisen durfte, die also wirklich eher eine bevorzugte Möglichkeit in der DDR hatte, wenn sie also dann sich auf die Seite eben des moralischen Zeigenfingers begibt, während andere, die eben wirklich gekämpft haben, dann noch angegriffen werden. Also so einfach war das Ganze nicht. Aber entscheidend ist für mich, wir Westler, und davon verstehe ich ja was, wir hatten die Frage zu beantworten, ja, was können wir denn tun? Was können wir denn tun? Und ich bin der Meinung gewesen, es war viel besser, als sich moralisch zu empören und ständig den Zeigefinger zu heben und anzuklagen, etwas konkret für die Menschen zu tun. Und ich bin heute noch stolz darauf, dass ich einiges dazu tun konnte. Nochmal, ich will es noch mal konkreter machen. Wenn man... Also ich hatte etwas vergessen noch. Gerade, ich warte ja, naja, Konflikt, das haben Sie vielleicht nicht verfolgen können mit der SED-Führung gegen Ende, weil ich die Bürgerrechtler sehr stark unterstützt habe. Ich hatte sie empfangen, ich habe mich dafür eingesetzt, dass sie in den Westen ausreisen konnten. Die haben dann eine Zeit lang mit mir ihre Verbindungen abgebrochen. Ich war einmal, das ist ja bekannt, hatte auch eine Partnerschaft mit Bettina Wegner. So, insofern, ich war auch auf dieser Seite engagiert und will das nur einmal sagen. Deshalb sollte man nicht mit falschen Behauptungen und falschen Vorwürfen operieren. Ich bin heute noch stolz darauf, dass ich auch Bürgerrechtlern helfen konnte und ihre Situation verbessern konnte. Ja, es ist ungenommen, aber es ist nicht in Ordnung, mir jetzt vorzuwerfen, dass ich mit falschen Vorwürfen komme. Sie haben das ja bestätigt, was ich sage. Nur ganz kurz, Frau Geipel, noch eine Sache in dem Zusammenhang, was mir wichtig ist. Wenn man auch, Sie haben das eben gerade wiederholt gegen Angela Merkel und insinuieren damit etwas, von dem ich finde, dass das nicht in Ordnung ist. Ganz egal, wie man politisch zu Angela Merkel steht. Ja, der Normalbürger der DDR konnte als junger Mensch nicht in den Westen reisen. Das ging nicht. Er konnte auch nicht im Ausland studieren. Lassen wir das. Gleichzeitig, ich will das nur in Erinnerung rufen. Gleichzeitig, als Erich Honecker 75 wird, zu seinem 75. Geburtstag, haben Sie, ich habe das noch mal gelesen dieser Tage, im Spiegel 7 Seiten veröffentlicht. Wenn man das heute liest, denkt man, Erich Honecker war der netteste, freundlichste, sympathischste, aufrechteste Dachdecker, den dieses Land jemals gesehen hat. So ist ein Spitzenfunktionär der SED davor und danach nie von einem deutschen Sozialdemokraten gelobt worden. Nie. Na gut, ich habe den Aufsatz noch in Erinnerung, weil ich oft darauf angesprochen wurde. Ich kann mir vorstellen. Sie haben jetzt gelesen, ja. Sie müssen wissen, es war so, dass die Reise Honeckers also in den Westen bevorstand. Und dass ich auch in Abstimmung mit der Bundesregierung gearbeitet habe, damals mit Helmut Kohl. Und dass wir natürlich gesagt haben, was können wir machen, um dazu beizutragen, dass der Versuch gut abläuft und dass er hier ordentlich empfangen wird. Und deswegen haben Sie was Nettes über ihn geschrieben. Moment, ich müsste man, also wenn Sie Zeit genug haben, hätte ich nicht dagegen, den Aufsatz mal einzublenden. Entscheidend war, dass er eben im Saarland ja groß geworden ist, dass er damals im antifaschistischen Kampf war, dass er damals mit Wehner und anderen Leuten zusammengearbeitet habe. Und ich habe dann an diese Zeit angeknüpft und habe gesagt, wir müssen doch versuchen, uns wieder besser
zu verstehen. Es ist richtig, in diesem ganzen Aufsatz sind keine Angriffe und Attacken auf ihn. Da haben Sie völlig recht. Bin ich froh, dass Sie das so sagen, dass ich jetzt nicht wieder Falschbehauptungen bezichtigt werde. Haben Sie recht, ja. So. Aber ich will nur damit sagen, also Frau Geipel, wie kommt denn sowas an? Also das meine ich doch, ich bin mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt, auch mit Blick auf Ihre Geschichte. Wie kommt das bei jemandem wie Ihnen an? Also ist das Teil sozusagen der nicht stattfindenden Aufarbeitung, von der Sie sagen, die muss aber jetzt endlich mal stattfinden? Naja, dazu also, könnte ich ja nichts sagen, aber wir können das mal machen. Also der Punkt ist doch, dass es nicht im Kern korrigiert wurde. Ja? Also man hätte doch denken können, es war jetzt 30 Jahre Zeit und ich, was auch immer praktisch die einzelne Rolle ist. Aber was mir fehlt, ist sozusagen eine Haltung dieser Partei, die sagt, jetzt, wir haben 30 Jahre nach dem Mauerfall, das ist diese Revolutionswoche, die wir jetzt haben. Ja? Wo ist diese Partei, die sagt, ja, wir erkennen dieses Unrecht der Diktatur an. Ja, es gibt Tausende und Abertausende Opfer. Wir geben ihnen die Hand, wir erkennen an, dass das geschehen ist. Sie wissen doch, wie Gesellschaft funktioniert, wie man Gesellschaft spalten kann. Und in dem Moment, wo das geleistet ist, ist es vielleicht auch für eine CDU eine andere Sache in Thüringen zu sagen, okay, auf der Bundesebene können wir vielleicht sogar nachdenken. Aber ja. Sie machen jetzt so einen Graben auf und im Grunde der Wahlkampf war der Wahlkampf, schwamm drüber, hier wird nicht mehr geredet. Und dass dann die Eiterpickel nach oben gehen, egal aus welcher Richtung, ja, was wollen Sie? Wollen Sie ein Land, wo Menschen miteinander auch nach diesen schweren Geschichten miteinander sich anschauen können, miteinander klarkommen? Oder nähren Sie diesen Streit, der einfach permanent da ist? Ich versuche die ganze Zeit deutlich zu machen. Ich war nicht in der SED. Sie reden also mit. Ich spreche jetzt. Ich spreche ja, von der ja, Linken ja, jetzt, heute ja. Und jetzt. Wir sind im Jahr 2019. Ja, eben, wir sind 30 die Sache Jahre, ist ernst und fliegt das Land um die Ohren. Wir sind 30 Jahre weiter. Und was diese Unrechtsfrage angeht, die ist nun in vielen Beschlüssen der ehemaligen PDS immer wieder aufgearbeitet worden. Die haben, Herr Lafontaine, ich sage Ihnen, die Gulag-Leute, die haben über Jahre gekämpft, dass sie an ihrem Karl-Liebknecht-Haus so eine Mini-Plakette, die können sich jetzt nicht mehr treffen, weil sie im Sterben sind. Ja? Was machen Sie für diese Leute? Was ist mit diesen ganzen Opfergruppen? Tausenden und Abertausenden. Entschuldigen Sie, das geht mich was an. Und ich möchte, ja, ich dass diese Partei sich endlich bewegt. Sie hat auch Situation, eine Verantwortung. Ja? Aber Sie können von mir nicht erwarten... Doch, ich kann das von Ihnen verlangen. Nein. Doch. Sie können von mir nicht erwarten, dass doch. Sie wissen doch, wer Sie sind in diesem Land. Sie versuchen jetzt mir Fragen zu stellen. Also jemand, ich habe ja versucht, Ihnen das zu sagen, der vielen Opfern geholfen hat. Das ist eine absurde Diskussion, die Sie mit mir führen. Die ist überhaupt nicht absurd. Eine völlig absurde Diskussion. Entschuldigung, ich habe jahrelang Opferarbeit gemacht. Ich weiß, wie es den Leuten geht. Ich habe auch Opferarbeit gemacht über viele Jahre. Wie denn? Ich habe es vorhin doch gerade erklärt. Ich habe Opfern geholfen, dass sie in den Westen kamen. Aber damals waren Sie noch in der SPD. Ja, gut, ja, es aber tut ja jetzt nicht. Ich bin ja hier angesprochen. Sie sind jetzt in der Linkspartei. Ja, es geht um die Zeit nach 89. Ja, es geht um die Aufarbeitung von Unrecht, ja, von Diktaturgeschichte. Ich lasse die Ihnen mal zuschicken. Da gibt es ellenlange Beschlüsse der ehemaligen PDS, die sich damit immer wieder beschäftigt haben. Und selbst im Koalitionsvertrag in Thüringen steht das ja drin. Ja, Herr Ramelow hat viel versprochen, ja, gut, er hat Knüppel dann laden Sie ihn, Aufarbeitung dann, versprochen. Aber wo dann ist reden, sie? Dann wo reden ist Sie mit ihm mal und versuchen, ihn das mit ihm zu klären. Aber im Koalitionsvertrag steht das drin, Unrecht und so weiter. Ich will aber noch etwas sagen, ich verstehe Ihre Lebensgeschichte. Nein, ja? Es geht nicht um meine Geschichte. Doch, selbstverständlich. Nein, überhaupt nicht. Dann geht es um meine. Ich will ja nur sagen, jeder hat seine Lebensgeschichte. Das versuche ich Ihnen ja zu sagen. Nein, damit machen Sie es klein. Mir geht es um habe. Ihre Politik. So, und die Politik, die Linke zurzeit macht, ist die, dass sie eben die Stimme ist, die zwei Dinge im Deutschen Bundestag als einzige Partei derzeit für sich in Anspruch nehmen kann.
Einfach, dass sie nicht für Sozialabbau gestimmt hat und zweitens, dass sie nicht für Kriegseinsätze gestimmt hat. Wir sind jetzt 30 Jahre weiter und ich bin stolz darauf, dass es eine Partei gibt. Gut, das sagen Sie immer, in jeder Talkshow. Ja, aber das ist doch wichtig, Frau Geisel. Das ist total wichtig, ja. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Sie haben viele schlaue Sachen gesagt. Aber hier, an dieser Stelle, geht es darum, was ist mit den Opfern, die diese, Sie wissen genau, der Pressesprecher Ihrer Partei sagt, die jetzige Linke ist rechtsidentisch mit der alten SED. Also haben Sie die Verantwortung für genau diese Geschichte. Ausdrücklich Ihre Partei. Nein. Also ich will ja gerne die ganze Debatte aufmachen. Wir können die ganze Sendung damit verbringen. Sehen Sie, da ist so viel geheuchelt worden nach dem Fall der Mauer. Aber auch von Ihnen? Moment, so viel geheuchelt worden nach dem. Ich will mal eins sagen, zum Beispiel CDU und FDP haben immer wieder der damaligen PDS vorgeworfen mit dem Vermögen. Wo ist das Vermögen? So, CDU und FDP. Können Sie bei Wikipedia alles lesen, wo das, ja, das Vermögen CDU ist. Und FDP haben Spur das Vermögen der Blockparteien ohne irgendein Problem geschluckt. Sie haben also die Milliarden in Anführung geschluckt, ohne irgendein. Haben Sie der CDU, der FDP mal Vorwürfe deshalb gemacht? Auch gut, Herr Lafontaine, auch gut. Ja, dann nehmen Sie doch bitte das Vermögen all dieser Partei und geben Sie das den Ostdeutschen. Die brauchen ich nichts das. Dagegen. Die brauchen das. Ja, aber, liebe Frau, ich habe nichts dagegen. Nur dieses Vermögen rettet doch nicht die jetzigen Probleme. Doch, das sind 6 Milliarden. Was kann man alles machen mit 6 das Milliarden? Wissen Sie, ich weiß das nicht. Entschuldigung. Also, nein, musst du gerade lachen. 6 Milliarden Euro, Geld. Es wird immer gesagt, da gäbe es 6 Milliarden. Die sind nirgendwo festgemacht. Genau, ich weiß das nicht. Ja gut, Sie behaupten das. Ich weiß das nicht. Ich habe auch gar keine Lust, mich dafür an welche Dinge, mit denen ich auch null zu tun hatte, jetzt noch zu reden. Was soll das überhaupt? Wie man zu sagen. Sie können mich also gerne fragen, was ich also in den Jahren gemacht habe. Ich war damals Ministerpräsident, SPD-Vorsitzender und habe meinen Beitrag geleistet. Zu Herr Lafontaine, ganz kurz ins Hier und Jetzt. Irgendwie. Ich finde es sehr interessant, Ihnen beiden zuzuhören. Ja, weil es genau zeigt. Wir können ja mal eine Sendung, eine Geschichtsstunde. Das ist eigentlich schon eine Geschichtsstunde hier, was wir hier gerade mitkriegen. Nur um das ganz kurz mal zu erklären, also weil viele das, glaube ich, gar nicht wissen. Frau Geipel hat ein grandios gutes Buch geschrieben, Umkämpfte Zone. Es war ein Bestseller, mehrfach auf der Bestsellerliste immer wieder aufgetaucht, preisgekrönt. Ein Buch, in dem sie die Geschichte ihrer Familie im Wesentlichen beschreiben und sagen, da gibt es eigentlich das Erbe von zwei Diktaturen. Da gibt es diese Nazi-Diktatur und es gibt das SED-Erbe, das Erbe der DDR. Sie selber war eine Weltklasse-Sportlerin, die nicht immer so hundertprozentig systemkonform war, die dann irgendwann so sehr aufs Radar geraten ist, dass man dann eine Blinddarmoperation, ich kürze das jetzt alles mal zusammen und ab, dazu benutzt hat, um ihre komplette Bauchdecke zu durchtrennen und sie zur Invalidin operiert hat. Jahre später haben sie das alles erst herausgefunden, weil sie dann kurz davor waren zu sterben. Und dann hat man festgestellt, was da eigentlich damals wirklich gelaufen ist. Sie haben damals hier, das weiß ich noch wie heute, gesagt, ich habe mich, als ich wach wurde nach dieser vermeintlichen Blinddarmoperation, hier sitzt ein Arzt, nur darüber gewundert, wie breit diese Narbe ist, die nämlich von einer Seite des Beckens zur anderen Seite ging. Das ist sozusagen diese Geschichte. Dafür haben Sie 10.000 Mark oder Euro Entschädigung bekommen? 10.500. Okay, lassen wir einfach mal so stehen. Das ist sozusagen etwas, von dem man sagen muss, das muss man aufarbeiten. Aktuell, und jetzt kommt der Bogen, sitzen im Erfurter Landtag zwei ehemalige Stasi-Mitglieder für die Linke. Ist das in Ordnung? Ich bin in der Zeit, in der ich dann mit den PDS-Leuten zusammen war, immer dafür eingetreten, diese Stasis, die ihre Leute ausspioniert haben oder so, keine Funktionen zu geben, so weiter. Es gibt für mich überhaupt keine Frage, denn schon als Kind haben wir die also attackiert am Schulhof, die andere verpetzt und verpfiffen haben. Ist für mich also eine innere Einstellung, die ich unmöglich finde. Ja? Also ist überhaupt keine Frage. Das heißt, Sie tolerieren das nicht? Ich halte das für falsch. Ich halte das für grundfalsch. Ich bin ja nur 10 Jahre nicht mehr direkt drin. Ich habe es immer große Probleme gehabt mit Leuten, die eben andere verpfiffen haben und andere angeschwärzt haben und so weiter. Das finde ich zum Kotzen. Das habe ich denen auch ab und zu gesagt, damit es gar keinen Zweifel gibt. Es gibt allerdings da auch Unterschiede, wenn jemand Auslandsspionage getrieben hat. Sicher so. Beispielsweise gibt es ja den berühmten Topaz, den ich auch kenne, der also durch seine Auslandsspionage dann eben den Sowjets vermittelt hat, da ist kein Angriff geplant. Das ist ein großes Manöver
in Gang gesetzt worden ist. Das ist ja heute wieder hochaktuell. Mhm. Ich sage jetzt da mal, mich beschäftigen auch solche Fragen. Warum machen wir jetzt Riesenmanöver an der russischen Grenze? Die USA verlegen ganze Truppen wieder an die russische Grenze. Das ist ja völlig, das ist hochaktuell. Damals hat ein solcher Auslandsspion dazu beigetragen, dass die wussten, da ist kein Angriff geplant. Also man muss da sehr differenzieren. Aber die Leute, die ihre eigene, das ging ja ein bisschen in die Familien hinein. Mhm. Ich glaube, in ihrer Familie war das auch so. Ich glaube, der Vater war doch ebenfalls Stasi. Also, Ines Geifels Vater war ein sogenannter Terroragent, ja. Der dazu ausgebildet war, Anschläge im Westen. Ja, und das ist natürlich also ganz schlimm. Ich habe auch, auch bei den Bürgerrechten Leute kennengelernt, wo also die mir sagen, der Ehemann war also Stasi-Agent. Das ist also eine solch widerwärtige Geschichte gewesen. Ich will das nur sagen. Nur, ich bitte, also ich habe mit diesem Zeugs nichts zu tun. Wenn ich damit konfrontiert worden war, habe ich in massivster Form interveniert. Damit können Sie nachvollziehen, wenn Mike Moring jetzt in Thüringen sagt, ich will das nicht? Na, genau gut. Aus dem Grund will ich das nicht. Ja, da muss man aber dann, wenn er, da muss er Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Moment, da muss er natürlich, wenn dann gleichzeitig ja aber mit Höcke, also einige von ihm mit Höcke zusammenarbeiten wollen, dann muss ich sagen, dann ist das doch also mehr als Problem. Aber das ist jetzt der alte Trick. Ja, das ist der alte Trick. Sie verweisen auf die anderen und sagen irgendwie, das ist noch schlimmer als das eine. Ist nicht der alte Trick. Zum Beispiel Weizsäcker von Weizsäcker hat immer dafür geworben, direkt nach dem Fall der Mauer, da war das noch viel unpopulärer. Man solle doch die Leute, die eben auch im System waren, aufnehmen. Und wenn Sie so, ich habe eine andere Lebenserfahrung. Zum Beispiel, als ich als junger Mann im Saarland eben Politik gemacht hat, da waren die Hälfte der CDU-Abgeordneten, FDP-Abgeordneten, waren alte Nazis. Genau. Wir haben dieselbe Situation gehabt. Moment, dieselbe Situation gehabt. Wir haben dieselbe Situation gehabt in Spanien, wo ich mit Felipe González. Aber das war ja nicht gesagt, gut, ne? Sind wir uns ja einig. Ja, wollte ich ja nur sagen. Ja, es will ja nur sagen, man kann, wenn solche Systembrüche sind, kann man ja nicht alle gewissermaßen in die Verbannung schicken. Man muss eben differenzieren. Und dort, wo beispielsweise jemand sich wirklich schuldig gemacht hat und wirklich also schlimme Dinge begangen hat, da muss man eben sagen, du hast nicht mehr die Legitimation, öffentlich tätig zu sein. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Denn gewisse Ansprüche muss man an diejenigen stellen, die öffentlich tätig sind. Ja. Aber ich habe wieder ein großes, wir haben die Diskussion ja so oft gehabt. Ein großes, ein großes Anliegen will ich dann doch mal sagen, was mich immer, warum ich dann so ein bisschen auch manchmal empört bin. Gerade von jetzt nicht bei Ihnen, aber was da so läuft. Wir haben schlimme Verbrechen, die derzeit von deutschem Boden ausgehen. Wir haben den Drohnenkrieg. Es werden Tausende ermordet. Jetzt aktuell? Jetzt, ja, im Moment. Tausende werden ermordet. Sie reden jetzt von der Luftüberwachung. Ja, jetzt von dem Drohnenkrieg, der von Ramstein aus und so weiter geführt wird. Wenn man zum Beispiel in Diskussionen ist, dann wird also über diese Verbrechen, die jetzt laufen, und wo also Hunderttausende, ja Millionen darunter leiden, da wird kaum gesprochen. Es kommt dann immer nur das eine Thema, was war an der Mauer. Die Mauer war eben ein Schandmal. Was dort geschehen ist vor vielen Jahren, ist ein Verbrechen gewesen. Aber wir sollten dies zum Anlass nehmen, jetzt massiv gegen die Verbrechen, gegen die Verbrechen zu kämpfen, die jetzt jeden Tag begangen werden. Ich halte das auf jeden Fall für richtig. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen und müssen Verbrechen, die heute begangen werden, aber jetzt wäre ein Moment zum Beispiel, um mal etwas abzuräumen. Jetzt, genau jetzt. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, Herr Lafontaine, weil wir gerade diese Debatte wieder hatten, dieser unsägliche, diese Diskussion um einen Begriff, ja, um Semantik geht's dann. Unrechtsstaat, ja oder nein? War die DDR ein Unrechtsstaat? Wenn ich sage, dass also Unrecht, also wenn ich zunächst mal vom Begriff her nehme, das ist ja notwendig, dass dort viel Unrecht begangen wurde, dann ist das überhaupt keine Frage. Wenn ich aber nur den Begriff des Unrechts nehme, und das ist die Heuchelei, von der ich rede, ist der größte Unrechtsstaat auf der Welt überhaupt, sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die nach dem... Jetzt lachen Sie. Ja, es ist... Ja, nein, das ist verräterisch. Nein, ist verräterisch, dass Sie lachen. Nein, jetzt muss ich zu Ende reden. Dieses Land bringt Millionen Menschen um. Nach dem Zweiten Weltkrieg 20 bis 30 Millionen. Sie bombardieren derzeit Städte in Afghanistan jetzt wieder, werden Bomben abgeworfen in riesiger Zahl. Wir können doch nicht immer nur mit zweierlei Maß messen. Wenn das Unrecht, Herr Lafontaine, die wollen das nicht gerne hören. Das muss ich mal dann deutlich sagen. Nein, Entschuldigung, ich möchte gerne eine sehr präzise Frage gestellt und bitte einfach nur um eine Antwort. Ja, ich habe doch gesagt, das ist Unrecht begangen worden. Aber Sie relativieren es jetzt. Nein, ich führe Sie auf Ihren großen Widerspruch zurück, dass Sie mit zweierlei Maß
messen. Nein. Wenn Sie sagen, ein Staat, der Unrecht begeht. Mir geht es nicht darum. Ja, bitte, wenn Sie sagen, ein Staat, der Unrecht begeht, ist ein Unrechtsstaat. Sie können doch sagen, Amerika ist für Sie ein Unrechtsstaat und die DDR war es auch. Darauf können wir uns doch einigen. Ja, wenn Sie das so definieren, selbstverständlich. Sie definieren das so. Ich definiere nur den einen Teil. Ich habe Sie ja gefragt, was Sie unter Unrechtsstaat verstehen. Das muss man dann beantworten. Nein, aber worum es mir geht, ist, es ist Wortklauberei, was wir jetzt gerade wieder machen, Herr Lafontaine. Doch, wir fieseln ganz fein auseinander sozusagen den moralischen Begriff des Unrechts und Sie setzen dagegen den juristischen Begriff des Unrechts. Nein, und ich verstehe nicht, ich will es noch einmal verstehen und begreifen. Warum tun Sie sich da so schwer? Weil Sie alle wissen doch ganz genau, was mit dem Begriff Unrechtsstaat gemeint ist. Nein, das war jetzt fast eine Beleidigung. Wenn Sie sagen, Niemand in der politischen Diskussion außer Volljuristen definiert das juristisch, sondern es geht doch um einen moralischen Begriff. Es geht schlicht und einfach darum, dass an dieser Stelle schlimm geheuchelt wird und mit doppelter Moral gearbeitet wird. Deswegen habe ich Sie gefragt, was verstehen Sie denn Unrechtsstaat? Mhm. Und habe versucht, Sie zu einer Antwort zu bewegen. Dann habe ich Ihnen vorgelegt. Sie sind wirklich geschickt. Ich versuche Sie gerade zu einer Antwort zu bewegen und Sie sagen mir, Sie versuchen mich zu einer Antwort zu bewegen. Das hatte ich noch nie. Dann hatten wir die Aussage, ein Staat begeht Unrecht, nennen wir einen Unrechtsstaat. Dann sage ich, natürlich war die DDR dann ein Unrechtsstaat, überhaupt keine Frage. Nur, können wir das mal stehen lassen so? Ja, genau. Tragen Sie es in Ihre Partei. Dann müssen wir einfach mal so stehen. Moment, dann müssen Sie aber auch akzeptieren, dass wir im Moment so viele Staaten haben, die große Verbrechen begehen. Und das akzeptiere ich sofort. Der führende Staat des Westens, darauf kommt es mir an, wegen der Doppelmoral und der Heuchelei, der von unserem Boden jetzt jeden Tag mordet. Dieser führende Staat ist für mich ein großer Unrechtsstaat. Und wenn Sie einen Zeugen haben wollen, dann Jimmy Carter. Die USA sind eine korrupte Oligarchie, die kriegerischste, der kriegerischste Staat der Welt. Was mit Russland? Was mit Russland? Wollen Sie mich jetzt auch noch für Russland fragen? Nein. Sie machen gerade das große Fass USA auf, obwohl ich Sie nur nach Thüringen frage. Dann akzeptieren Sie bitte, dass ich auch nach Russland frage. Ich will Ihnen gerne sagen, Russland ist auch eine korrupte Oligarchie. Danke. Okay. Ein Unrechtsstaat? Wollen wir jetzt alle Staaten der Welt durchgehen? Nein. Ich wollte nur, dass dort Unrecht begangen wird, keine Frage. Aber es ist ein Unrechtsstaat. Ja, gut. Bei den USA haben Sie eben gerade deutlich gesagt, es ist ein Unrechtsstaat. Ja, sicher. So, ist Russland ein Unrechtsstaat? Ja, die Definition ist doch die Antwort. Wenn Sie sagen, ein Staat, der Unrecht begeht, ist ein Unrechtsstaat, ist Russland ein Unrechtsstaat. Eine Frage hätte ich noch, Herr Lafontaine. 1990, wenn man das mal nachliest, man tut Ihnen Unrecht, wenn man sagt, Sie waren total gegen die Einheit. Das stimmt gar nicht. Aber Sie waren da sehr skeptisch und Sie wollten, so habe ich das verstanden, zunächst mal so eine Art, Sie wollten quasi zwei Systeme nebeneinander laufen lassen. Sie haben das auch ökonomisch begründet und haben gesagt, es kann nicht sein, dass wir so eine harte Währung wie die D-Mark. Das war der entscheidende Punkt. Genau, auf so eine schwache Wirtschaft draufsetzen, das wird schiefgehen. Ich habe mich trotzdem gefragt, eigentlich, oder fragen Sie sich das manchmal, haben Sie da eine riesige Chance verspielt? Sie haben vorhin auf Angela Merkel hingewiesen. Wir haben über die CDU gesprochen, die Blockflöten, die sie dann so verächtlich genannt wurden und so weiter. Die SPD war ja verboten in der DDR. Gab es ja gar nicht. Das heißt, Sie hätten doch ganz glaubwürdig für einen wirklichen Neuanfang stehen können. Wenn Sie sich hingestellt hätten als Kanzlerkandidat und hätten gesagt, ich möchte ein Deutschland, das ein neues Deutschland wird und wir wollen auch ein gerechtes Deutschland. Das wäre doch eine gigantische politische Botschaft gewesen und Sie Kanzler geworden. Ich habe das immer gesagt, auch vielleicht nicht mit so schönen Worten, aber das war ja mein Anliegen. Nur, wenn man ein gerechtes Deutschland haben will, dann muss man dafür Sorge tragen, dass die Lebensbedingungen der Menschen einander sich angleichen. Das war mein Anliegen von Anfang an, habe ich auch ungezählte Male gesagt. Und habe gesagt, wenn wir ökonomische Fehler machen, und der Hauptfehler war die Einführung der härtesten Währung Europas in eine der schwächsten Wirtschaftszonen, dann wird es Massenarbeitslosigkeit und große Verwerfungen geben. Wir hatten dasselbe im Saarland, nochmal Lebensgeschichte. Die Saarländer haben ja auch eine Wiedervereinigung hinter sich. Die haben auch noch 3 Jahre den französischen Franc gehabt, nach der staatlichen Vereinigung. Weil wenn man sofort die D-Mark eingeführt hätte, wäre die Saarwirtschaft sofort auch platt gewesen, bei weitem nicht so problematisch wie in der DDR. Aber es wäre dasselbe Problem. Davor habe ich gewarnt, weil aber das nicht gepasst hat. Erst viel später kamen dann viele, haben gesagt, jetzt verstehen wir Sie. Hat man gesagt, der ist gegen die Einheit. Gut, damit muss ich leben.
Okay, ja. Ärgert Sie das im Nachhinein? Ja, damals hat es mich geärgert, aber das sind jetzt 30 Jahre her. Zudem, ich war Opfer eines Attentats geworden, war also nicht gerade in bester Verfassung. Ich hatte einfach den Anspruch, die Leute nicht zu belügen. Und habe eben gesagt, wenn wir das machen, gibt es Massenarbeitslosigkeit. Und mir haben die Menschen leid getan, die zu mir kamen, gesagt haben, wie ist denn das so? Ich erinnere mich an eine Frau, das war in Bitterfeld, die vor mir stand und ich sah so richtig, das war eine arme Frau und die hat gesagt, warum hat mir jetzt meinen Arbeitsplatz genommen? Und ich stand da und wusste gar nicht richtig, was ich sagen sollte. Ich habe dann gedacht, na ja, das ist halt jetzt eben die Folge der Tatsache, dass man nicht einen langsameren Übergang gemacht hat. So ist das. Und da komme ich dann wieder zurück. Sie haben ja recht mit der Doppeldiktatur. Könnte man auch noch sehr viel sagen. Ja, stimmt. Ja. Aber diese Brüche im Leben, die da für viele eben zu bewältigen waren, die haben natürlich vieles bewirkt. Ich wollte das nicht durchlebt haben, was viele Menschen dort durchleben mussten. Weil Sie das gerade, Herr Lachenberg, weil Sie das gerade selber angesprochen haben, dieses Attentat damals, das in diese Zeit fiel, wie hat das den Blick aufs Leben und auch auf Politik für Sie verändert, wenn man eine so existenzielle Erfahrung macht? Das ist, also zunächst einmal merkt man gar nicht so richtig, was das mit einem macht. Ich bin ja dann nach, ich glaube, es war 14 Tage wieder es war im April gewesen. Und im Mai haben Sie schon wieder Wahlkampf. Ich bin dann schnell schon wieder in den Wahlkampf gegangen. Das verändert die Person, so möchte ich einmal sagen. Man wird unsicherer zunächst. Ich habe dann auf großen Versammlungen natürlich immer nach hinten geguckt oder so. Kommt jemand, man wird verletzlich. Also ich will es mal dabei belassen, das verändert die Person. Man hat aber auch eine andere Einstellung zum Leben. Ja, also ab dem Zeitpunkt spätestens habe ich immer gesagt, es gibt nicht nur das, es gibt auch noch das Leben. Und habe mir die Frage gestellt, wie würdest du leben, wenn du wüsstest, ist morgen vorbei. Das habe ich da mitgenommen. Das heißt, ja, Sie haben in dem Zusammenhang auch mal gesagt, für mich war immer klar, wenn ich irgendwann mal Krebs kriege, das war sozusagen die Lehre daraus, so haben Sie das formuliert, dann bin ich raus. Und das haben Sie auch gemacht. Ja, ich bin dann raus gewesen. Ich hatte aber sehr viel Glück. Ich will also jetzt gar nicht, ich hatte Prostatakrebs, muss man ja gar nicht tabuisieren. Aber der Krebs ist also nicht aus der Kapsel herausgetreten. Insofern hatte ich Glück und konnte also dann nach ein paar Jahren sagen, da kommt nichts mehr. Und war das sozusagen auch einer der Gründe, warum Ihre Frau so konsequent jetzt gesagt hat, als es ihr gesundheitlich nicht gut ging und sie im Grunde nicht mehr bereit war, diesen hohen Preis zu bezahlen, den Politik da ja auch fordert, rauszugehen? Na gut, ich habe lange Zeit eben bei dieser schwierigen Situation mich zurückgehalten, weil ich dachte, du musst deinen Weg finden, habe ich immer gesagt. Aber als dann eben dann doch deutlich war, dass sie krank wurde, habe ich gesagt, so jetzt solltest du also Konsequenzen ziehen. Und haben Sie sozusagen darin bestärkt? Ja, selbstverständlich. Ich habe gesagt, du sollst Konsequenzen ziehen. Man muss eben das richtige Maß finden, was man also jetzt im politischen Amt der Allgemeinheit gibt, aber auch das andere, was man für sich selbst in Anspruch nimmt. Und wenn man so eine Erfahrung macht, wird man dann versöhnlicher oder wird man härter? Also ist man eher bereit, Menschen auch mal zu verzeihen, auf Menschen zuzugehen, auf jemanden wie Gerhard Schröder zum Beispiel zuzugehen? Haben Sie noch Kontakt zu dem? Oder ist das? Ich habe schon so oft erklärt, das kommt jetzt wieder, dass ich bereit wäre, mit ihm zu reden, aber er geht mir aus dem Wege. Also auch nur aber Sie uralte Geschichten. Ich glaube, dass man, je älter man wird, je mehr Erfahrung man verarbeitet, natürlich verständnisvoller wird. Das glaube ich schon. Aber die Konsequenz eben auch. Also Sie waren 186 Tage, glaube ich, waren Sie Finanzminister. Ja. Ne? Und haben dann wirklich hingeschmissen, so wie es wenige gemacht haben. Also in einer Konsequenz, die auch eine gewisse Bewunderung hat. Ja gut, es gab ein großes Thema, um das auch nochmal zu sagen. Das waren die Regulierung der internationalen Finanzmärkte. Genau. Da habe ich gesagt, habe ich versucht oder so, also bei den Amerikanern und so weiter irgendwie was zu erreichen. Aber wenn die eigene Regierung einem dann, also Schröder und Fischer, in den Rücken fallen, dann ist das sehr schwer. Fischer hat wörtlich zu mir gesagt, du kannst dich doch nicht mit den internationalen Finanzmärkten anlegen. Das ist praktisch Kapitulation. Und dann war eben der Kriegseintritt in Jugoslawien. Und sah nochmal, ich will das gar nicht überhöhen, aber ich bin das Kind einer Kriegerwitwe. Und ich bin nicht bereit, eben meine Hand dafür zu heben, dass deutsche Soldaten nochmal in den Krieg ziehen. Es sei denn... Das ist das eine. Und das andere die Verwerfungen an den Finanzmärkten. Das heißt, ich akzeptiere aus der Verteidigungskrieg. Aber wir werden ja nicht hier... Also dieser Spruch des verehrten
Peter Struck, der verstorben ist, wir verteidigen uns am Hindukusch, das halte ich für absoluten Unsinn. Da kann man auch sagen, wir verteidigen uns in Rocky Mountains oder wir verteidigen uns in Alaska oder was weiß ich. Nein, da sollten wir auch unsere Verfassung respektieren. Unsere Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee, Punkt. Das ist wirklich interessant. Da versteht man auch mal, wer da vor einem sitzt, wenn man sich intensiv mal mit Ihrer Biografie beschäftigt. Also die Finanzmarktkrise 2007, 2008, das haben Sie damals eigentlich schon relativ präzise so kommen sehen. Und genauso ist es auch passiert. Haben Sie jemals, allerletzte Frage mit der Bitte um kurze Antwort, der Kanzlerschaft hinterher getrauert? Ja, und zwar, weil ich mich mitverantwortlich fühle für die Fehlentscheidungen, die getroffen wurden. Denn wenn ich damals als SPD-Vorsitzender gesagt hätte, ich mach's, dann hätte niemand das verhindern können. Und insofern bin ich mitverantwortlich. So habe ich hinterher getrauert. Aber das Amt als solches, es ist ein solches Amt mit Stress und ja auch, was weiß ich, viel Verlust verbunden, dass ich da nun durch meine Zeit als Oberbürgermeister, Ministerpräsident, Vorsitzender geheilt war. Mhm. Also wer nach 20 Jahren nicht gelernt hat, auch die Kehrseite des politischen Lebens einzuschätzen, der ist dann verloren. Deswegen macht Friedrich Merz gerade einen Fehler, wenn er versucht, zurückzukommen? Ja, ich kenne seine Lebensgeschichte, was er alles so erlebt hat, zu wenig oder so. Ich glaube, er war gar nicht so lange drin. Ich weiß das gar nicht. Aber hat er Sie schon angerufen? Weil Sie kennen sich ja mit Putsch. Mit Putsch kennen Sie sich ja aus. Ja. Auf dem Mannheimer Parteitag. Ja, und jetzt demnächst hat CDU-Parteitag in Leipzig. Also, jetzt will ich Ihnen dann eine scherzhafte Antwort geben. Wenn er mich angerufen hätte, dann hätte ich ihm gesagt, du musst natürlich dich besser vorbereiten auf den Parteitag. Wenn du so lahm redest, dann wird das nichts mit dem Putsch. Wenn du so lange redest. Also, Voraussetzung, um eine solche Situation zu schaffen, ist, dass man die Fähigkeit hat, einen Parteitag eben anzusprechen. Das ist schon richtig. Anzusprechen heißt mitzureißen. Das heißt, Sie werden vielleicht nach heute Abend die Rede für Friedrich Merz in 2 Wochen in Leipzig schreiben. Und dann wissen vielleicht wir... Vielleicht hör dazu. Ich bin mir relativ sicher, das wird ankommen. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich. Das war wirklich ein Stück Zeitgeschichte, was wir heute... Danke Ihnen sehr. Herr Stöbe und Herr Kleinschmidt sind bei uns. Und ich würde zunächst mal gerne versuchen zu erklären, was Sie beide machen, damit man das ein bisschen versteht. Und ich sagte jetzt auch eingangs, alles hängt im Moment mit allem zusammen. Auch Sie haben ja Ihre Position auch in der Flüchtlingspolitik auch verändert. Nicht sehr zum Wohlfall Ihrer eigenen Partei, aber Sie haben es getan. Sie kennen die Position von Herrn Lafontaine, Herr Kleinschmidt. Herr Lafontaine sagt, um es mal ganz kurz zu erklären, wir können nicht jeden aufnehmen, sondern wir müssen uns andere Lösungen überlegen. Sie haben viele, viele Jahre für die Vereinten Nationen gearbeitet, haben wirklich in Krisengebieten gearbeitet, waren in Mogadischu dabei, diese fürchterliche Operation, wo es dann auch später diesen Film dazu gab, und haben immer wieder sozusagen vor Ort mit sehr... Wie kann man das sagen? Eigentlich mit Manager-Methoden versucht, die Sache in den Griff zu kriegen. Was ist Ihr Ansatz? Können Sie das mal in kurzen Worten umreißen? Ja, natürlich, es kann nicht jeder kommen und das ist ganz klar. Gleichzeitig sage ich auch immer wieder, es muss jeder in der Lage sein, eigentlich dahin gehen zu können, wo er hin möchte und wo auch Bedarf ist. Und als solches verhindert man Migration nicht, deswegen sitzen wir alle hier. Wir sind Resultat von Migration, ob wir es wollen oder nicht. Das ist unsere Herkunft. Das ist unsere Geschichte. Das ist unsere Geschichte. Migration, das würden wir alle in Botswana oder irgendwo in Ostafrika in irgendwelchen Höhlen sitzen. Muss ganz klar sein, ist so. Können wir nicht verändern. Viel passiert. Und deswegen müssen wir eben das auch in irgendeiner Form in den Griff bekommen. Und das fängt erstmal damit an, dass wir das ganz anders erzählen. Dass wir uns diese Geschichte ganz anders erzählen von Migration, dass wir aufhören, Menschen in Kategorien einzuteilen, zu sagen, du bist jetzt der gute Flüchtling, du bist der böse Migrant, du bist der aus dem Dorf in die Stadt geht und so weiter. Sondern es geht um Menschen in Bewegung. People on the move ist das Thema hier. Und das ist wiederum unsere eigene Geschichte und unsere Veränderungen, die wir in unseren Gesellschaften erlebt haben, zu begleiten. Darum geht es im Augenblick auch im globalen Süden, im globalen Osten, im globalen was auch immer. Wo im Augenblick gewaltige Transformationen stattfinden. Und das will ja auch gar keiner, wollen ja nicht alle hierher kommen. Ich wohne jetzt und lebe jetzt gerade in Tunesien, in Tunis. Es wollen nicht alle kommen. Viele träumen davon, aber es wollen nicht alle kommen. Sondern es geht darum, jetzt, wie begleiten wir die Transformation, Digitalisierung, Urbanisierung, die Gründe, die damit zusammenhängen, Klimawechsel, natürlich Konflikt, Armut,
alle diese Dinge, die dazu führen, dass Menschen in die Städte gehen. Und da fängt jetzt unser Ansatz an. Das habe ich damals im Lager Zaatari mit den syrischen Flüchtlingen gelernt. Zaatari war dieses riesige Lager in Jordanien, ne? Oder ist es? Also ja, es sind 80.000, jetzt im Augenblick etwa 80.000 Syrer, die etwa 10 Kilometer von der syrischen Grenze dort leben. Die sind da, die werden wie in vielen anderen Städten dieser Welt, die werden auch wahrscheinlich nicht zurückgehen, ob man es will oder nicht. Mhm. Und das war auch geschichtlich immer wieder, natürlich müssen wir... Das sehen wir Bilder, ne, aus Zaatari hier. Das sind Bilder aus Zaatari, hat sich in eine Stadt schon jetzt verändert. Und genauso wie viele unserer Städte weltweit im Grunde einen Ursprung in der Flucht haben. Mhm. Venedig ist ein Fluchtort gewesen, ein Fluchtort, der Schutz geboten hat. Und daher sagen wir jetzt, und wenn ich sage wir, das ist ein Netzwerk von Forschern, von Migrationsexperten, von Leuten, die wie ich damals die jetzt vor Ort in allen möglichen Regionen arbeiten. Wir müssen diese Transformation begleiten. Mhm. Wir können uns davon nicht verschließen. Und das heißt, wir schauen uns an, wie kann man neue Lebensorte entwickeln, in denen Menschen vernünftig leben und arbeiten können. Was ich so revolutionär fand, wir haben uns schon ein paar Mal über dieses Thema unterhalten, diesen Ansatz zu sagen, wir begreifen das hier nicht mehr als Flüchtlingslager, sondern wir begreifen das als eine kommende Stadt. Genau. Und hier, und das hat ja dann Konsequenzen, wenn man das mal weiterdenkt. Natürlich hat das ganz gewaltige Konsequenzen. Wie manage ich das? Wie gehe ich damit um? Und hier ist jetzt ein Ansatz, den wir auch in den letzten Jahren weiterentwickelt haben, auch teilweise mit verschiedenen Regierungen diskutiert haben. Ich habe ja auch selber in Österreich viel gearbeitet, auch mit dem Kanzleramt 2017, auch in Deutschland. Und wir sind jetzt gerade dabei, uns in Äthiopien anzuschauen, wie dort die Transformation dazu führt, dass im Jahr etwa 1,5 Millionen Menschen in die Städte gehen. Davon sind viele Flüchtlinge, das sind Klimaflüchtlinge, das sind Armutsflüchtlinge, das sind Leute, die sich durch ethnische Konflikte in Richtung Stadt bewegen. Und wir haben gemerkt, da können wir gar nicht mehr teilen. Das ist, wie gesagt, jetzt der gute Flüchtling, der böse Migrant, der nur nach Perspektiven sucht, sondern dieses Thema aufzugreifen. Und Sie haben ganz kurz, weil Sie gerade diese Zahl erwähnt haben aus Äthiopien, ich habe in einem Interview, in einem Gespräch mit Ihnen noch zwei andere Zahlen gelesen, die mich enorm beeindruckt haben. Kairo wächst um 500.000 Menschen jedes Jahr. Lagos. 1 Million. Hauptstadt von Nigeria. 1 Million jedes Jahr neu dazu. Jede Woche gehen 1,5 Millionen Menschen irgendwo in eine Stadt hinein. Das ist auf dem Planeten. Auf dem Planeten. Und gerade im Augenblick ist Afrika, wenn wir den Kontinent Afrika uns anschauen, ist in dieser Transformation. Und viel davon ist auch positiv. Mhm. Urbanisierung ist nicht unbedingt nur negativ. Wir sehen das immer als das Monster an. Es wird zu einem Monster, wenn es nicht gemanagt wird. Genau, weil dann entstehen die Slums. Der afrikanischen Migranten migrieren zwischen afrikanischen Ländern, ganz wichtig. In die Städte hinein. Das heißt, innerhalb von Regionen, die im Grunde die Ressourcen schlecht, die sie haben, schlecht managen, das ist wahr. Und die im Grunde gebündelt werden müssen. Und da geht es jetzt darum zu sagen, es geht nicht um die paar Leute, die versuchen, über das Mittelmeer hinüberzukommen, sondern es geht darum, diese gewaltigen Verschiebungen, die stattfinden, die viel wirklich mit Digitalisierung zu tun haben, dem Zugang zu Informationen, aber eben auch dem Absaufen von den Küstenregionen, die ganz aktuell sind, von Bangladesch bis zu eben auch Lagos. Das ist auch in Asien wird das ein Riesenthema. Ist es ein Thema, ist aber auch in Afrika ein Thema, wie es auch in Europa zum Thema werden wird. Und da geht es darum, das zu begleiten. Und hier sagen wir, anstatt da tatenlos zuzuschauen, wie Millionen Menschen in Slums absacken und dort im Grunde in der Informalität, in schlechtem Management, keinem Service, keinem Zugang zu vernünftiger Infrastruktur, im Grunde dann in eine Situation kommen, wo es dann irgendwann mal explodiert. Das muss angegangen werden. Aber was verändert sich denn, wenn Sie jetzt in Zaatari zum Beispiel, in diesem Flüchtlingslager, wenn Sie jetzt hingehen und sagen, pass auf, Strom, Wasser, all die Dinge, die gibt es jetzt nicht mehr so, sondern ihr bezahlt jetzt dafür. Was verändert sich dann? Das ist eine Verantwortung, die ich verlagere darauf, dass Leute als Bürger angesehen werden, dass Leute im Grunde als, wie man es auf Englisch nennen würde, als Prosumers, als Produzenten, als Consumers angesehen werden.
dass es von unten herauf, und es war also auch damals in dem Flüchtlingslager, kam von den Menschen selber, die haben gesagt, wir brauchen Strom, wir sind auch dazu bereit, für den Strom zu zahlen. Aber verdammt nochmal, könnt ihr uns diese Stromsysteme installieren? Mhm. Wie würde das, und da kommen wir wieder darüber, wie manage ich sowas, nicht durch Hilfsorganisationen, sondern dadurch, dass ich sage, ich muss diese Lebens- und Arbeitsräume entwickeln, und zwar von unten herauf, nicht wie Roma sagt, von oben, oder andere eben als privatwirtschaftliche Investitionen, sondern hier, und das ist unser Konzept, das wir nun wirklich auch propagieren und kriegen da auch Unterstützung, muss ich sagen, auch von der Bundesregierung, dass wir sagen, das muss als Sozialunternehmen entwickelt werden. Das heißt, für Lebensmittel wird dann bezahlt, für alles wird bezahlt. Woher kriegen die Leute das Geld? Wie funktioniert das? Einfach dadurch, dass wir Menschen dass wir sie legalisieren, dass wir ihnen Zugang geben zu einem Stück Land, dass sie mit einem Dokument mieten können, kaufen können, dass ihnen dann wiederum, das ist nun mal das System, sie dazu ermöglicht, zu einer Bank zu gehen, zu einem Finanzinstitut, zu jemandem, der dann wiederum auf dem Grund dafür, dass sie legal existieren, mit dem Stück Land, mit ihrem Unternehmen, dass sie sich dann diese Kredite aufnehmen können. Das ist hier in Deutschland genauso passiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Wir haben ja auch gerade über dieses Thema extensiv gesprochen. Das war der Wiederaufbau, ist dadurch entstanden, dass Leute Zugang hatten zu Finanzierung. Wie kann ich Leute zur Finanzierung bringen, wenn sie Sicherheiten bieten können? Die meisten armen Menschen können keine Sicherheiten bieten. Und dieses Konzept der Special Sustainable Development Zones, SDZ, wie wir es nennen, das ermöglicht Leuten, legalen Zugang zu haben. Das heißt, das Kapital, das ja eigentlich überall existiert, dass das gebündelt wird. Radikal anderer Ansatz sozusagen, weg vom Flüchtling, vom Almosenempfänger hin zu jemandem, den man ernst nimmt und den man sozusagen dann als Marktteilnehmer schlägt. Als Marktteilnehmer, aber gleichzeitig auch wieder wirklich zu begreifen, dass ja also wirklich, und das habe ich immer wieder erlebt, in allen Situationen, in allen Kontinenten, in allen Kulturkreisen, es darum geht, ich will den Zugang zu dem Know-how haben, zu dem Wissen, zu dem Können. Deswegen mache ich auch im Augenblick zum Beispiel Ausbildungsprogramme in Nordafrika. Wir arbeiten gerade im Augenblick, bilden wir gerade 200 Libyer aus. Das wird von libyschen Ausbildern gemacht, innerhalb von Libyen, teilweise in Tunesien, wenn da internationale Elemente dazukommen. Das Verbinden, das Vernetzen von Kapazitäten, lokale, regionale zuerst, Demand und Supply, die wir im Augenblick verbinden. Und das ist immer wieder das Erkennen. Und das heißt, wie kann ich die Menschen dazu bringen, dass sie diesen Zugang haben? Und das geht eigentlich nur dadurch, dass ich auch mit, und das kommt oft von den lokalen Kräften und den lokalen Regierungen, Bürgermeistern, Städten, die sagen, wir brauchen die Instrumentarien, die Tools, um endlich da was zu verbessern. Und ein Gedanke ist ganz wichtig. Wir müssen natürlich auch der Landwirtschaft in Afrika wieder eine Chance geben. Und deswegen muss die EU mit ihrer ganzen Politik aufhören, die Märkte dort zu überschwemmen. Ja, das geht noch viel weiter. Also die Märkte, das sind natürlich unsere Hühner und unsere landwirtschaftlichen Produkte. Wir exportieren für 20 Milliarden. Das müssen wir erstmal unseren Bauern auch erklären. Also da gibt es also verschiedene Bereiche, die wir einfach verstehen müssen. Ist sozusagen noch mal ein anderes Thema, weil Herr Stöber hier ist. Libyen ist gerade als Stichwort gefallen. Sie gehen mit Ärzte ohne Grenzen auch genau nach Libyen. Wann waren Sie das letzte Mal da, Herr Stöber? Ich war dreimal in Libyen, 2016 und 2017, bin aber auch mit den Kollegen, die jetzt gerade zurückgekommen sind, im engen Austausch. Ein Failed State, wie man heute so sagt, ein Staat, der quasi aufgehört hat zu existieren. Genau. Wie ist die Situation da gerade? Wie können Sie dort mit Ärzte ohne Grenzen arbeiten? Das ist das krasse Gegenteil dessen, was Herr Kleinschmidt gerade geschildert hat. Genau, und ich glaube, das ist natürlich ganz spannend, Ihnen zuzuhören. Und ich glaube, was die Entwicklungszusammenarbeit angeht, müssen wir da auch neu denken oder radikaler auch Dinge in Frage stellen. Ja, das ist die Vision, ne? Aber ich glaube, wir müssen jetzt noch mal, wenn wir nach Libyen schauen, unterscheiden, was ist die akute Not in diesem Land im Moment. Und da haben wir, und es sind gar nicht so furchtbar viele, aber es sind mindestens 5000 Menschen, die im Moment in diesen Internierungslagern einsitzen, unter unmenschlichen Bedingungen. Und diese Menschen kommen wieder raus, sie werden dort gehalten
unter unmenschlichen Bedingungen und es funktionieren eben alle Modelle nicht, die bisher gedacht wurden, ne? Dass man sagt, man lässt die Leute wieder zurück oder in andere Lager. Ne? Es passiert eben nichts und diese Menschen setzen ihr Leben aufs Spiel, um immer noch auch ins Mittelmeer zu kommen. Sie werden dann von der libyschen Küstenwache, genau, das ist so ein Lager, ne? Das sind Industriehallen, das sind nicht für Menschen gemachte Unterkünfte, die sanitären Anlagen sind unzumutbar und die Menschen hausen da zum Teil Monate, manchmal jahrelang, sie haben überhaupt keine Perspektive. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Und diesen Menschen muss akut geholfen werden. Das ist eine akute Not und ein akuter Notfall. Um das mal zu verstehen, also erste Frage, wer sind die Menschen, die wir da sehen? Also der ein oder andere, das sieht man auch, sind erkennbar Ostafrikaner beispielsweise, die da dabei sind. Das zweite aber, in welchen Lagern sind die da? Ich lese immer wieder von offensichtlich von zwei Arten von Lagern, die es da gibt. Quasi staatliche und dann noch andere Horrorlager, von denen UN-Diplomaten sagen, das sind, Zitat, KZ-ähnliche Zustände. Wie kommen die Leute da rein? Wer hat dann Interesse daran, dort Leute festzuhalten? Was ist das für ein Geschäftsmodell? Und die Unterscheidung ist wichtig, ne, dass es eben diese zwei Typen gibt. Okay. Und Zugang, jetzt auch Ärzte ohne Grenzen, wir haben ungefähr zur Hälfte der Lagerzugang, die eben von der Regierung, wobei Regierung in Libyen, ne, failed state, das ist eben auch relativ. Ne, die international unterstützte Regierung hat nur über einen sehr kleinen Bereich in Libyen überhaupt die Kontrolle, nicht mal über die Hauptstadt Tripoli. Und diese offiziellen Lager, das ist das, was wir hier sehen. Und auch da sind die Bedingungen nicht das, was wir international akzeptieren würden. Sie haben uns Bilder mitgebracht und vielleicht können Sie das anhand der Bilder mal beschreiben, für meine Idee davon kriegen, was da passiert. Wie viele Menschen sitzen dann da ein? Das sind ungefähr im Moment geschätzt 5.000. Und aber in jedem Lager, wie viele Leute sind da in so einem? Das sind mehrere hundert. Es sind manchmal auch nur Dutzend. Das verändert sich. Und wir können dort medizinische Hilfe leisten. Wir können die sanitären Bedingungen verbessern. Wir können auch Menschen, die dann schwer krank sind, aus diesen Lagern mal rausnehmen, in ein Krankenhaus bringen. Das hier, sind das Fäkalien da auf dem Boden? Oder was sehen wir da? Genau, die sanitären Bedingungen. Ich habe es so gesehen, da war wirklich knöchelhoch, schwamm da der Urin und der Kot. Und die Menschen haben ihre sozusagen Exkremente dort immer abgebracht. Es gab überhaupt keine funktionierenden Waschgelegenheiten, keine Toiletten, keine Duschen. Und die Menschen sind, wie gesagt, die sind dort monatelang. Sie haben keine Chance, auch nach Hause zu telefonieren. Diese Zustände sind ja bekannt. Ne? Sie haben es gesagt, seit 2,5 Jahren weiß die deutsche Politik über die Zustände in diesen Lagern. Aber es hat sich einfach nichts verändert, nichts verbessert für diese Menschen. Und das prangern wir an, da muss etwas passieren. Aber nochmal, wer hat da ein Interesse daran, diese Leute dort festzuhalten? Warum sind die da? Werden die als Arbeitssklaven missbraucht oder was wird mit denen gemacht? Und da ist es so, dass diese sozusagen eher offiziellen Lager, auch da werden Menschen rausgekauft. Die müssen dann, werden dann zum Teil für Tage, Wochen abgestellt zur Arbeit. Aber dann gibt es eben diese kriminellen Lager. Und da sind die Zustände noch mal viel dramatischer. Da wissen wir systematische Folter, da werden Frauen vergewaltigt, da werden Menschen mit brennendem Wasser, mit kochendem Wasser übergossen, mit brennendem Plastik vor laufendem Handykamera. Hier, das ist dieses Lager, habe ich besucht zum Beispiel. Gott, oh Gott. Das ist alles ein Badezimmer. Gott, oh Gott. Das ist ein offizielles Lager. Ne? Das ist eines der besseren. Wo Sie reingelassen werden sozusagen. Wo man sagt, okay, das können wir gerade noch mal so vorzeigen. Genau, das ist, da werden Menschen, und da waren jetzt eine Gruppe Nigerianerinnen, die flehten mich an, bringen Sie mich nach Hause. Und ich musste sagen, ich bin Arzt, ich kann Sie hier medizinisch versorgen, aber ich kann sie natürlich nicht nach Nigeria zurückbringen. Und da waren die jetzt einen Monat schon festgesetzt. Sie hatten, wie gesagt, keine Chance, überhaupt jemanden zu benachrichtigen. Und dann haben sie sich angestellt. Jeder hatte wirklich ein medizinisches Problem. Das Häufigste, was wir gesehen haben, war Krätze, also diese Hautinfektion, die natürlich durch diese hygienischen Bedingungen hervorgerufen wurden. Das Zweitwichtigste, und das war interessant, das waren diffuse Schmerzen. Wir wissen aus der Traumaforschung, dass Menschen mit diffusen Schmerzen, da müssen wir hellhörig werden, weil das sind Menschen, die oft sexuelle Gewalt erlebt haben. Und wir wissen, dass eigentlich jeder und vor allem Frauen auf dieser Flucht und dann vor allem auch in Libyen sexuelle Gewalt erlebt haben. Und diese Frauen wussten sehr genau, und es waren so ungefähr 40, wenn sie da, und es gab immer wieder Versuche, einzelne dieser Frauen aus diesem Lager rauszuholen. Und das ist ganz klar, die würden dann in der Zwangsprostitution in Libyen landen. Das heißt, die wussten sehr genau, sie müssen zusammenhalten, sie müssen auch in diesem Lager bleiben. Als Gruppe haben sie eine gewisse Chance, eine einigermaßen eine Sicherheit zu haben. Sie haben uns noch andere Bilder mitgebracht. Das ist sehr laut da, da hört man Menschen schreien. Vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen. Was können Sie uns denn darüber sagen?
Und das war jetzt im Juli, da ist eben, das ist etwas südlich von Tripoli, da ist tatsächlich eines dieser Lager angegriffen worden. Menschen kamen zu Tode, Menschen wurden verletzt. Mhm. Und das zeigt eben, dass dieser Bürgerkrieg, der eben nach wie vor sehr aktiv ist in Libyen, dass diese Menschen, die gegen ihren Willen dort festgehalten werden, dort in diesem Gefängnis praktisch zu Tode kommen oder verletzt werden. Mhm. Und das war sozusagen unser weiterer Appell zu sagen, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, sind es diese Bilder zu sagen, diese Menschen müssen aus diesem zwanghaften Internierungslagern befreit werden. Sie müssen ein rechtsstaatlichen Forum bekommen. Sie müssen, es muss geprüft werden, haben sie Asylgründe oder nicht. Viele dieser Menschen kommen aus Somalia, sie kommen aus Eritrea. Sie haben ganz klar einen Asylgrund, auch wenn sie es bis Europa schaffen würden. Aber diese Menschen dort festzuhalten und ihr Leben dort aufs Spiel zu setzen, das ist eben zynische Politik. Und die Menschen werden dahin zurückgebracht von dieser sogenannten libyschen Küstenwache, die von Europa finanziert wird. Und das ist schon etwas, was mir wirklich auch eine. Das ist wir reden ja zum wiederholten Mal über genau diese Zustände, Herr Kleinschmidt. Und es ist ehrlich gesagt nur noch schwer zu vermitteln, warum wir mit all unserer, da ist man jetzt ganz eng an Oscar Lafontaine, mit unserer ganzen Militärpower, mit unserer wirtschaftlichen Kraft, die wir haben, mit unserem Geld, das wir haben, nicht in der Lage sind, solche erbärmlichen Zustände zu beenden. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Also es gibt ja da verschiedene Elemente dazu. Also wir haben natürlich diesen Auswuchs von Gewalt und Brutalität, den wir fördern. Und wir fördern auch, und das muss man auch sagen, wir fördern in ganz Westafrika im Augenblick das Schließen von Grenzen. Das heißt, Handelswege werden unterbrochen. Wir fördern eigentlich die Entwicklung von weiteren sehr brutalen Schleppern und Schmugglern, die sehr brutale Methoden anwenden, um Menschen über Grenzen zu bringen. Also warum? Weil wir versuchen, Menschen daran zu hindern, Wir zahlen an allen möglichen Ländern, vom Niger bis zu sonst wo. Wir zahlen dafür, also wir kollektiv, die verschiedenen europäischen Staaten, zahlen dafür, Grenzen zu schließen. Weil wir wollen sie ja nicht. Gleichzeitig kommen diese Menschen aus Ländern, wo Dinge nicht funktionieren oder nicht funktioniert haben. Und wie gesagt, verschiedene Gründe, wo wir dann wieder sagen, ja, das sind ja im Grunde keine Gründe. Natürlich, Somalia, Eritrea haben weiterhin die Fluchtursachen, die wir anerkennen. Aber andere Fluchtursachen, die wir nicht anerkennen, die bringen die Menschen dazu, sich in Bewegung zu setzen und auch sehr viel dafür zu tun, um zu kommen. Es wird ja noch komplexer, das Ganze. Wir haben jetzt also Libyen. Libyen hat ja traditionell, war ja mal ein sehr reiches Land. Das ist eigentlich immer noch ein reiches Land. Öl, ne? Öl, 120, 150 Millionen Dollar am Tag wird da gefördert. Am Tag. Am Tag und verkauft. Wir kaufen das Öl, wir fahren mit dem libyschen Öl rum. Und da gibt es eben die große Tradition der Gastarbeiter. Es gab mal 3 Millionen Gastarbeiter in Libyen. Wenn jetzt irgendjemand denkt, dass jetzt im Augenblick keine Gastarbeiter in Libyen sind, ist auch falsch. Es gibt also geschätzt etwa 1 Million Gastarbeiter da. Die ganzen Ölfelder und so weiter, das wird alles von Ausländern betrieben. Also Schwarzafrika, Subsahara, ja. Alles, die Kräfte, selbst heute noch in den Krankenhäusern und so weiter, überall, die Hausmädchen, alles sind Gastarbeiter. Wo kommen diese Leute her? Die kommen aus Nigeria, aus Mali, und wiederum aus Ländern, wo natürlich keine Jobs zu finden sind, wo es schwierig ist, bewegen sich. Und dass diese Mischung zwischen, und dann geraten eben manche in diese Schleuder rein, die sie dann rausschleudert und versuchen, in Richtung Europa zu kommen. Und da wiederum, da schicken wir sie zurück und im Grunde händigen sie sich dann diesen Peinigern aus. Weil wir gerade über Ökonomie sprechen, also die großen Zusammenhänge sozusagen. Es gab doch mal Bemühungen, sowas wie eine afrikanische Freihandelszone zu machen in Westafrika. Diese Bemühungen sind wir gerade dabei, aktiv zu stören. Weil das ist doch das, was wir brauchen. Also wir müssen doch Handel treiben können, wir brauchen Infrastruktur, Straßen, die nicht solche Schlaglöcher haben, nicht liegen bleiben, Städte, wie Sie sie gerade versuchen zu entwickeln. Diese Entwicklung hat es auch, diese Bemühungen gibt es in Westafrika, ECOWAS, der Raum in Westafrika, aber auch in Ostafrika und so weiter. Der afrikanische Schengen-Raum. Das sind die Schengen-Räume, die wir gerade sehr aktiv versuchen zu unterbinden. Dann gleichzeitig, wie gesagt, innerhalb dieser Länder natürlich und auch innerhalb der Regionen diese Wanderungen und Bewegungen in Richtung der Städte, in Richtung der Jobs,
Ein ganz, ganz großes Einwanderungsland im Augenblick ist zum Beispiel Gabon. Wer weiß, dass nach Gabon Leute gehen? Da gibt es Ölindustrie, da gehen die hin, da gibt es Jobs. Angola? Angola natürlich, Südafrika weiterhin, da hat es jetzt auch Schwierigkeiten gegeben in den verschiedenen Slums dort, zwischen den Einwanderern und so weiter. Also wir kriegen ja nur einen ganz kleinen Teil davon mit. Und darum wiederum ist also die wirkliche Aufgabe, und da müssen wir also auch nochmal dieses Thema Fluchtursachenbekämpfung, das ja irgendwo in der ganzen Politik immer wieder... Das ist ein Schlagwort. Das ist das Schlagwort, aber was heißt das eigentlich? Genau. Das heißt aber auch anzuerkennen, dass der Afrikaner, wie wir ja gerne sagen, der gar nicht mehr im Dorf sitzt vom Brunnen, mit dem Brunnen und 10 Ziegen und 20 Hühnern, sondern es geht wirklich darum, eben auch zu sagen, das ist eine große Jugend, also diese Jugend hat Kraft, diese Jugend hat also auch Wünsche, hat Träume, und die können wir auch einfangen. Es gibt Möglichkeiten, vielleicht eine Zahl hier, in Nordafrika das Potenzial für alles, was mit der Informatik zu tun hat, Jobs in der Informatik, 1 Million Jobs. Ja, wir brauchen das. Wir kaufen das ein. Wir bilden im Augenblick sogenannte Coders, Programmierer aus in Tunesien, aus Libyen. Ich habe am Sonntag die ersten Gespräche mit Leuten, die einkaufen wollen, die beschäftigen wollen. Es gibt einen riesen Bedarf an diesen Jobs. Und die wollen Veränderungen und die können auch Veränderungen. Die Kräfte zu stärken, die es tun, passiert zu wenig. Dazu gehört auch, dass wir uns nicht so abschotten, also jetzt auch von den Märkten, wie wir es teilweise tun. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Einmal der akute Einsatz und einmal das, was sozusagen visionär und langfristig absolut notwendig ist zu tun. Danke Ihnen ganz herzlich, Kilian Kleinschmidt und Tankwart Stöbe, die heute bei uns zu Gast sind. Vielen Dank. Danke sehr herzlich, Ines Geipel, Umkämpfte Zone. Tolles Buch, noch mal gerne gesagt, schon ein paar Tage alt, aber es bleibt ein großes Buch. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Oskar Lafontaine, mit dem wir heute sehr intensiv diskutiert haben. Vielen Dank, es hat Freude gemacht. Jetzt die Kollegen von Heute Plus, wir sind Dienstag wieder für Sie da. Danke.